Die meisten Menschen kennen ihren wahren Wert nicht und verkaufen sich weit unter ihrem Wert, überall, ob es in Beziehung ist oder in ihrem Job ist oder. Und wie ich selber meinen Wert in mir gefunden habe, diese Überzeugung, dass ich gut bin, so wie ich bin, das erkläre ich dir in diesem Video. Und das bedeutet nicht, dass das heißt, ich bin perfekt in allem. Und also es gibt ja eine Arroganz, eine Überheblichkeit zu denken, man ist in allem perfekt. Und es gibt eine Selbstüberzeugung, dass ich gut bin, so wie ich bin, trotz all dem, was auch schief läuft. Was ja, ich glaube, in jedem Menschenleben geht irgendetwas schief. Und man ist einfach fehlerhaft in einigen Dingen, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass der Wert dadurch irgendwie zum Leiden kommt. Manipulative Menschen merken es, wenn Menschen ihren Selbstwert nicht kennen und nutzen das natürlich aus, indem sie Dinge sagen wie: Ach Gott, bist du jetzt sauer? Ey, komm, was habe ich denn gemacht? Dass du immer gleich beleidigt bist. Solche Dinge und auch andere Dinge nutzen sie dann, um deinen Wert einfach schön zu untergraben. Das sind gerade Menschen, die auch ihren Wert nicht kennen. Ne? Menschen, die ihren Wert wirklich kennen, wissen, dass jeder Mensch wertvoll ist und würden niemals einen anderen Menschen irgendwie erniedrigen, fertig machen oder sonst was oder mobben. Von daher, sei achtsam mit manipulativen Menschen und lass dir nicht einreden, dass du nichts wert bist. Wenn wir, und ich gehe es von der göttlichen Seite her, ich weiß, dass viele meiner Zuschauer an Gott nicht glauben. Ich glaube an Gott, ich glaube an eine höhere Kraft, die mich erschaffen hat und dass ich deswegen hier bin, weil das ist einfach ein Wunder. Ja? Für mich ist es ein Wunder. So, Punkt. Als Gott uns erschaffen hat, hat er in jedem von uns einen Teil von sich eingehaucht. Und alleine, dass du ein göttliches Wesen bist, deswegen bist du ja ein göttliches Wesen und das macht dich schon wertvoll. Gott hat dich persönlich erschaffen und hat einen Teil von sich in dir eingehaucht. Wenn du gläubig bist, dann weißt du das ja aus der Bibel, aus dem Koran oder aus welcher Religion auch immer. Selbst aus der spirituellen Szene redet man darüber, dass. Wir können nicht einfach zufällig einfach so hier so entstanden sein, ja, durch unsere Eltern. Klar, auch durch unsere Eltern, aber wer hat das Baby im Bauch wachsen lassen? Ja, nicht die Mutter. Da war ja eine höhere Kraft mit am Werk, die dafür gesorgt hat, dass dieser Mensch hier sein kann mit einer Seele in diesem Körper. Und kann diese Seele in dir, du bist ja die Seele, du bist nicht dieser Körper, kann, ich sage das jetzt bewusst, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dieser Körper nicht bin. Es gibt Menschen, die haben Nahtodeserfahrungen, es gibt Menschen, die haben Astralreisen, ich habe nichts davon, muss ich auch nicht unbedingt erleben. Aber es gibt gewisse Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, dass ich Dinge beobachte, aber ich bin gar nicht in meinem Körper gerade drin. Ich hatte, glaube ich, schon mal in einem vorigen Video darüber erzählt, dass ich nachts, als ich mal, keine Ahnung, es war 23 Uhr, ich habe geschlafen oder es war irgendwann Mitternacht, ich weiß es nicht, mein Mann hatte noch Fernsehen geschaut und kam zum Schlafen. Und ich lag in meinem Bett. Und habe ihn beobachtet im Flur, wie er reinkommt. Sonst geht nicht. Wenn ich im Bett liege, kann ich ja nicht sehen, wie er im Flur ist. Ich habe ihn aber wahrgenommen, wie er aus dem Flur ins Schlafzimmer reinkam, wie er an seinen Schrank gegangen ist, wie er sich umgezogen hat, wie er sich ins Bett gelegt hat. Da hat er noch Kopfhörer drauf gemacht, hat eine Meditation sich angehört. Und ich dachte mir, also ich habe ihn ja die ganze Zeit angeschaut und dachte mir, warum spricht er mich nicht an und fragt mich, warum bist du noch wach? Und ich habe innerlich nicht noch so einen Druck gespürt, zu sagen: Hallo, kannst du mich vielleicht fragen, warum ich wach bin? Ignorierst du mich? Weil ich gucke ihn ja die ganze Zeit an. Und in dem Moment, wo ich ihn ansprechen wollte, habe ich gemerkt, dass meine Augen zu sind und dass ich mit dem Rücken zu ihm gerichtet bin. Also ich lag im Bett auf der anderen Seite und habe zur Wand geschaut, also nicht in Richtung Tür. Ich konnte gar nicht das alles sehen. Und ich weiß noch, damals hat mich das geschockt. Und ich habe das erstmal gar nicht verstanden, was war denn das jetzt gerade? Und da, das ist eine Erfahrung. Und ich habe mehrere dieser Erfahrungen gemacht, zu sehen, ich kann wahrnehmen, bin immer noch die Alte, weil ich hatte ja auch dieses Gefühl von, hä? So wie Frust, warum spricht er mich nicht an? Ich bin im Bett mit offenen Augen, schaue ihn an und er spricht mich nicht an. Aber in dem Moment war ich gar nicht mehr im Körper. Das war ja mein Selbst, mein wahres Selbst, das gerade da am Beobachten war. So, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinauf wollte. Also, es ging um deinen Wert, genau, und dass du eine Seele bist in diesem Körper. Und deswegen bist du wertvoll. Nichts kann deinen Wert kaputt machen. Ist die Erziehung. Viele wurden in der Erziehung so erniedrigt, so nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht gehört, nicht geliebt, dass sie denken, das ist die Wahrheit. Sie gewöhnen sich an diese Emotionen des Unterdrücktwerdens, des Nicht-Gesehenwerdens, dass sie diese Emotionen mitnehmen in die nächsten Beziehungen und weiterhin so behandelt werden. Und du darfst Grenzen setzen, wie man mit dir umgeht. Du darfst Grenzen setzen, wie du dich selber fühlst. Dass, wenn du das Gefühl hast, boah, ich fühle mich jetzt gerade wieder wie das Allerletzte, dass du in dir schaust, stimmt das? Ist es wirklich wahr? Wenn ich Fehler mache oder schlechte Erfahrungen, heißt das gleich, dass ich mich dafür verurteilen muss, dass ich mich dafür hassen muss, dass ich mich dafür geißeln muss, dass ich mich dafür fertig machen muss? Oder darf ich liebevoll mit mir sein,
Allein deswegen, weil ich ein göttliches Wesen bin, weil ich in meinem Kern immer wertvoll bin und nichts im Außen diesen Wert irgendwie niedriger machen kann. Außer ich erlaube es. Ich gebe dir ein Beispiel Auto. Ja, wenn du ein Auto hast, in der Regel wirst du es ja sauber halten. So, wenn es jetzt sauber ist, komplett sauber, und es steigt jemand in dein Auto ein, wird er Angst haben, es dreckig zu machen, weil es einfach so sauber ist. Ja, der wird sich echt bemühen, es sauber zurückzulassen. Wenn aber dein Auto schon dreckig ist mit Bananenschalen, mit Fettflecken, mit leeren Verpackungen und Krümeln, wird derjenige, der jetzt reinkommt, sich keine große Mühe machen, das Auto irgendwie sauber zu halten. Und so ist es auch mit unserem Sein. Wenn ich mich schon selber fertig mache, wie in einem vorigen Video erzählt, meine inneren Selbstgespräche, wenn ich schlecht mit mir umgehe und mich selber schlecht fühle mit mir selbst, wie soll denn ein anderer Mensch wertschätzend mit mir umgehen? Also misst dein Wert nicht an deinem Gewicht, an deinem Äußeren, an deinen Diplomen, an deiner Ausbildung, an deiner Nichtausbildung, an deinem Äußeren. Misst dein Wert nicht daran. Du bist wertvoller als ein Diamant. Du bist wertvoller als alles, was es hier auf dieser Welt gibt. Und das weißt du auch. Tief im Inneren weißt du es, dass dein Menschenleben wertvoller ist als eine 5.000 € Chanel-Bag. Die wenigsten machen sich das bewusst, unbewusst, denken sie, naja, ne, ich bin es nicht wert, diese Tasche zu tragen, zum Beispiel. Dabei ist die Tasche es nicht wert, dass du sie trägst, weil du ein wertvolles, ein hochwertiges Geschöpf bist. Denke daran, vergleich dich niemals mit anderen, weil da wirst du nie gut bei rauskommen. Selten wirst du dabei gut rauskommen. Es gibt immer Menschen, die in irgendetwas besser sind, besser aussehen, erfolgreicher sind, mehr Geld haben, was auch immer. Du bist wertvoll, so wie du bist. In dem Zeitpunkt, wo du gerade da bist, in der Station deines Lebens, wo du gerade bist, bist du so, wie du bist, perfekt. Wenn du dich vergleichen möchtest, nur um weiter voranzukommen, aber niemals, um deinen Wert niedriger zu stellen. Hör auf, deinen Wert in Frage zu stellen oder mit anderen zu diskutieren, weil da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn du möchtest, dass ich dich persönlich begleite, unten ist ein Link, schau rein, dann können wir kostenlos telefonieren und schauen, ob ich dir helfen kann. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.